Hallo und willkommen zurück bei Empyrion. So, weiter geht's. Also, letzte Folge hatte ich mir diesen Bodenglader gebaut. Ich habe es auch inzwischen gefunden. Weiß gar nicht, warum ich den nicht gleich entdeckt habe, aber er ist da. Und wir werden auch gleich mal eine Runde drehen. Aber zuvor, da wollte ich gerne mal noch ein paar Waffen dran bauen. Man weiß ja nie, was uns unterwegs erwarten wird. Wir sind zwar hier auf einem recht friedlichen Planeten, aber lieber man hat, als man hätte. So. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Hey, da waren wir ja richtig. Minigun. Hier diese. Eine hatte ich mir jetzt schon gebaut. Auch angebaut. Jetzt müsste ich erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert. Und zwar hat das funktioniert. Und jetzt muss ich noch mal eben schauen, was wir hier für Munition brauchen. 15 mm Kugel. Ja. Produktionsmenge 100 Stück pro Durchlauf. Dann machen wir mal drei Durchläufe. Mal schauen, ob wir so viele Materialien haben. Ja, was gibt's sonst noch? Moment, wir lassen mal eben bauen, dann schauen wir mal. So, 300 Schuss haben wir mit. So, dann schauen wir mal eben. Also. Ja, was gibt es denn eigentlich? Wir hatten ja. Ich kann es euch mal eben zeigen. Wir hatten ja hier diesen Bodenglader gebaut. Und als wir den fertig gebaut haben, wusste ich einfach nicht, wo der abgestellt wurde. Aber dann ist hier oben, oberhalb der Liste, da ist dann der Bodenglader verfügbar. Und dann müssen wir bloß hier unten auf Veröffentlichen klicken und dann können wir den absetzen. Ja, hatte ich gemacht und da ist er nun. Jetzt habe ich ebenfalls noch Einzelmissionen, habe ich mal jetzt aktiviert hier. Grünfutter Akua. Da haben wir jetzt ein paar Pflanzen zu sammeln. Das sehen wir jetzt rechts unter unserem Kompass. Lassen wir mal aktiviert und mal gucken. Ein paar Missionen schaden nie. Hier haben wir unsere Maispflanze, genau. Hier haben wir Pflanzenfasern. Hier haben wir nichts. Okay. So, die Berries. Das waren diese Sträucher. Nö, da laufen wir jetzt nicht hin. Das machen wir wirklich nur, wenn wir dran vorbeikommen. Und ich habe mir jetzt mal noch das T2 Sturmgewehr gebaut. Und zwar, ja, gut, das sehen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall da hinten, da war irgendein Gebilde. Das will ich mir mal näher anschauen. Und dann nehmen wir jetzt hier unseren Bodenkleider. Da seht ihr hier, schöne Waffe angebaut. Jetzt machen wir hier drüben noch eine dran. So. Jetzt hopfen wir rein. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Hey. Rein hier. Geht ja schon gut los. So, da sind wir drin. Jetzt müssen wir erstmal Munition laden. Auffüllen. Geht nicht. Weil er nicht an ist, oder? Ah, da fehlt eine Munitionskiste. Moment. Bodenkleider. Minigun-Geschütz? Ja, diese Minigun haben wir jetzt angebaut. Schwebesystem. Ich habe bloß noch 4 Punkte leider frei. Moment. Schiff haben wir angehalten, okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier. Aber Munitionskisten brauchen wir noch. Wir gucken einfach mal, ob ich die bauen kann.
So Baublöcke. So Geräte. Eigentlich müsste es ja jetzt hier sein. Schauen wir mal durch. Cockpitblöcke. Treibstofftank haben wir ja garantiert drin. Weil Treibstoff haben wir schon aufgefüllt. Generator. Sollte jetzt so ein ganz normaler Block für Geschütze und Türme. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den jetzt an das Schiff bauen. Nee. Das weiß ich jetzt leider nicht. Da muss ich mich wieder schlau machen. Und ja, Wetter schön, würde ich sagen. Wir düsen mal los und hoffen mal, dass uns hier nichts unterwegs gefährlich wird. Minigun. Ja, da können wir auch keine Munition reinstecken. Schubdüsen. Was haben wir denn noch dran? So, Licht, Licht, Licht. Ja. Was für eine Perspektive nehmen wir? Nehmen wir die Außenkamera? Denk mal schon. Ist jetzt ein bisschen laut, sorry, aber ich spiele gern so ein bisschen Spielesound. So, dann düsen wir los. Ich weiß auch gar nicht, ob wir übers Wasser fliegen können damit. Oder schweben vielmehr. Ist ja kein Raumschiff, ist ja Kleider. Wollen wir mal testen? Ich hoffe mal, unser erster Ausflug, der endet nicht hier auf dem Meeresboden. Oh, das geht. Ist irgendwelche Schadensmeldung? Nö. Und dann hier? Feuer frei. Ja, Drohnen. Ja, gut. Hat ein interessantes Objekt entdeckt. Ressource entdeckt. Interessantes Objekt. Da müssen wir. Da müssen wir mal zuerst hin. Ich kenne mich, ich vergesse das sonst. So, nehmen wir aber mal die Waffe bei der Hand. Sieht auf jeden Fall gewaltig aus hier. Ein Heck von einer abgestürzten Titan. Ja, man weiß es nicht. Das ist jetzt unser Schiff, mit dem wir hier abgestürzt sind. Ich denke mal schon. Ey. Aber wirklich Eingang gibt es hier wohl nicht. Thank you.
Na gut, dann würde ich mal sagen, das kommt ebenfalls auf die Liste der Dinge. Müssen wir mal schauen, was wir damit machen können. Den Eingang konnte ich jetzt so nicht sehen. Wir konnten jetzt auf die Schnelle auch nichts demontieren oder noch reinschneiden, dass wir hier reinkommen. Flitzen wir hier mal rum. Hier noch irgendwas Verstecktes ist. Paar Deko-Elemente. Naja, gut, komm. Lassen wir uns hier nicht abbringen von unserer Mission. Feindliche Drohne voraus. Oh, die entfernt sich. Das Mittelteil haben wir jetzt auch entdeckt. Das ist das vielleicht, was ich gesehen habe. Ah, die Drohne. Ja, die entfernt sich. Keine Munition. Komm, raus aus dem Schiff. Ich meine, ich habe mein Sturmgewehr mit. Damit sollte man den eigentlich kaputt bekommen. Na. Ja, wenn wir treffen würden. Okay. Ja, das war's. Was? F? Moment, können wir hier reingucken? Oh ja. Natürlich nehmen wir erstmal alles mit. Ist alles nicht der Bringer hier. Im Moment, ich versuche mal, dass wir da irgendwie noch hochkommen. Eine Ressource, Kupfererzlager haben wir entdeckt. Und da hinten, da flitze ich mal eben hin. Wir haben ja diesen Alien-Honig, den brauchen wir für unsere Mission. Also nicht Mission für. Ja, doch, Mission. So. Genau. Für unsere Quest. Jetzt habe ich's. Da haben wir jetzt den Honig. Hier haben wir diese Bären. Genau.
Finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass hier so wenig zu holen ist an den Wracks. Und wenn ich das jetzt richtig deute, dann ist das das Wrack, was ich von dem See aus... Oh je, Scheiße. Mann. Von dem See aus gesehen habe. Haben wir denn überhaupt entdeckt? 3 von 12, 1 von 9, 2 von 6. Okay. Alles klar. Hier sind wir jetzt. Was haben wir denn hier? Was ist denn das Grünes? Ach, das sind wir. Ich dachte, hier sind wir. Ach so. Diesmal war noch ein bisschen rum hier, was wir sonst noch so entdecken. Honig. Ja, ich glaube, wir brauchen ja Raumschiff. Dem Kleider, naja. Kommando Center. Kommt, wir gehen. Alles klar. Gut, da wissen wir Bescheid. Also es gibt hier auf jeden Fall eine feindliche Basis. Die werden wir auch mal irgendwann erkunden. Sag mal, wieso fliegt denn jetzt hier so ein... Ach, hier, gucke. Meine Basis. Da ballert sie. Ich dachte schon, die schießt jetzt gar nicht mehr. Truppentransport? Truppentransport? Das hatte ich bisher noch gar nicht. Nichts weiter drin. Ganz normale Sachen. Eine Minigun-Drohne. Schauen wir mal. Aber so richtig was Neues entdeckt haben wir noch nicht. Basenangriffsdrohne, klein. Okay, genau. Da ist unsere Basis.
halt, wir haben ja noch das Quest hier, Pflanzen zu sammeln, Grünfutter. Sehr schön. Fehlt noch ein was. Irgendeine Textpflanze. Texturiert, ich weiß es nicht. Glückwunsch. Lecker Grünfutter Akua ist erledigt. Oha, hier stehen Reparaturen an. Doch ein bisschen gelitten. Sorry, Jungs. Ja, gut. Ich sag mal, war jetzt nicht so spannend. Jetzt haben wir ja zwei Raumschiff-Wracks entdeckt. Dem einen haben wir nichts gefunden, in dem einen haben wir ein bisschen... Naja. Haben wir nicht wirklich gebraucht, was wir da gefunden haben. Aber wir haben es mitgenommen. Ja, jetzt könnten wir höchstens noch die Drohnenbasis, also die feindliche Basis angreifen. Was anderes fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, was wir noch machen sollten auf dem Planeten. Wir können mal eben schauen. Was haben wir denn eigentlich noch für Quests? Jetzt haben wir ja diese Pflanzen erledigt. Ja, wo ist es denn nun hier? So, Grünfutter haben wir erledigt. Omikron, da sind wir nicht. Das ist ja der andere Planet. Zeit zum Essen. So, machen wir Pizza. Ratatouille. Aha. Kochen soll man ein bisschen gut. Das wird jetzt auch nicht das Problem sein. Müssen wir mal schauen, was wir alles für Zubehör, Pflanzen, Früchte benötigen. Aber einiges haben wir schon gesammelt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Aber, sorry für das viele Aber. Aber ihr merkt schon, ja, aber ich bin jetzt ein bisschen ratlos mal wieder. Ich muss mir erstmal Gedanken machen und das mache ich dann bis zur nächsten Folge. Und ich hoffe, dann sehen wir uns auch wieder. Bis dahin.